Untergangsszenarien haben Hochkonjunktur. Tausende Mal haben wir die Welt schon untergehen sehen, haben uns von Robotern und Erdbeben und Zombies und was weiß ich nicht alles in den Matsch treten lassen. Insgeheim lieben wir den Anblick von Tod und Zerstörung. Also einmal haben wir natürlich so eine Lust, uns zu gruseln. Und dann ist es auch noch weit in der Zukunft und dann denken wir, ach, wir haben es eigentlich ganz gut hier. Tatsächlich ist eine 40 Meter hohe Flutwelle etwas unfassbar Majestätisches und Schönes. Ein Erdbeben ist ein Prozess der Umgestaltung. Dumm ist immer nur, wenn da gerade jemand lebt. Vor allem in Krisenzeiten ziehen uns Untergangsszenarien magisch an. Die Pandemie hat bei vielen wieder ein Interesse an Katastrophenfilmen geweckt. Vor allem interessieren wir uns für die Katastrophe, die sich vor unserer eigenen Haustür abspielt. Es ist ganz schön anstrengend geworden, überhaupt noch das Programm durchzuseppen, ohne auf irgendwelche Pandemie-Szenarien zu kommen. Ich muss Covid für die Auferstehung von 12 Monkeys danken. Das ist meine Rente. Aber was können wir von den fiktionalen Untergangsvisionen eigentlich für unsere Zukunft lernen? Science Fiction kann unsere Zukunft lebendig werden lassen. Die Utopie zeigt unsere kühnsten Wünsche auf der Leinwand. Die Dystopie konfrontiert uns mit unseren schlimmsten Zukunftsängsten. Da haben Dystopien natürlich dann so ein bisschen die Funktion von Wachrütteln. So zu zeigen, wenn wir genauso weitermachen oder wenn wir das und das zulassen, dann geht die Welt unter, und zwar auf diese Art, und das zeigen wir euch jetzt mal. Dystopien sind oft keine bloße Fiktion. Der Katastrophenblockbuster The Day After Tomorrow basiert auf einem Sachbuch. Und der Pandemie-Klassiker Contagion soll die Impfstrategie in Großbritannien beeinflusst haben. Science Fiction Hand in Hand mit Wissenschaft und Politik. Wir haben zuerst das Elektroauto, wir haben zuerst das Internet, wir haben zuerst irgendwelche autonomen Waffensysteme, bevor die Politik überhaupt da irgendwelche Gesetze drüber macht. Deshalb ist es sinnvoll, dass wir als AutorInnen, als KünstlerInnen möglichst versuchen, mit der Technik Schritt zu halten, um schon mal ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen, dass diese Themen super wichtig für unsere Zukunft sind. Wie wichtig das Thema Pandemie für uns werden könnte, haben uns schon lange vor Covid Pandemiefilme gezeigt. Vieles, was sie uns erzählen, haben wir in letzter Zeit am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Selbst unsere Nachrichtenbilder erinnern uns an Szenen aus den Filmen. Wenn man diese Filme und auch die Fernsehserien schaut, ist es schon frappierend, was da zum Teil in Erscheinung tritt, was wir jetzt fast eins zu eins dann auch in den Nachrichten, in Dokumentarfilmen zu sehen bekommen. Und dementsprechend also ist dieses Thema, glaube ich, omnipräsent mittlerweile geworden. Es ist ganz schön anstrengend geworden, überhaupt noch das Programm durchzuseppen, ohne auf irgendwelche Pandemie-Szenarien zu kommen. Seit der Corona-Krise boomen Pandemie-Narrationen. Während vor unserer Haustür der echte Horror stattfand, haben wir Pandemie-Erzählungen konsumiert. Warum? Auf diese Weise verarbeiten wir unsere Ängste. Wir schauen eine Pandemie im Fernsehen und es ist ganz schön aufregend. Aber man weiß, ich bin in Sicherheit. Ich sitze hier in meinem bequemen Sessel. Auch der kauzige Kultregisseur Terry Gilliam fantasiert von einer desaströsen Zukunft und wähnt sich dabei gerne in Sicherheit. In seinem Science-Fiction-Film 12 Monkeys schicken die Überlebenden einer Pandemie die Hauptfigur Cole in die Vergangenheit zurück, um den Ausbruch des aggressiven Killer-Virus zu verhindern. Seine schrecklichen Warnungen aus der Zukunft klingen unvorstellbar. 5 Millionen Menschen starben 1996 und 1997. Das ist die ganze Population der Welt. In fast allen diesen Filmen und diesen Romanen gibt es jemanden, der frühzeitig gewarnt hat, der nicht gehört wurde, und jetzt haben wir den Schlamassel. Und das erinnert uns dann schon doch sehr an Klimatologen und Epidemiologen, die der Regierung seit Jahren und Jahrzehnten erzählen, was sie nicht hören will. Und dann kommt es zum Untergangsszenario. Auch wir wurden schon zu Beginn der Covid-Pandemie gewarnt. Ich glaube nicht, dass wir dem Ganzen entgehen werden. Dieses Virus ist so in seiner Eigenschaft eigentlich nicht gut einzudämmen. Die Warnungen des Virologen wurden als schwarzmalerisch in den Wind geschlagen. Für einige blieb er der aufwieglerische Bedenkenträger, der verhasste Gesundheitsdemagoge. Da geht es eben wie seinem fiktionalen Artverwandten.
Wer eine weltumspannende Pandemie prophezeit, muss verrückt sein. Wenn jemand auftauchen und sagen würde, ich komme aus der Zukunft und weiß, was passieren wird und ich muss einen Weg finden, die Zukunft zu retten, schnell sein Hirn scannen und schauen, wo es uns hinführt. Man kann die Warnenden für paranoid erklären oder gegen sie demonstrieren. Am Ende behalten sie leider meistens recht. Weil man ihren Warnungen in der Fiktion wie in der Wirklichkeit zunächst keinen Glauben schenkt, verstreicht kostbare Zeit. Auf dem fiktiven Inselparadies Slöborn verbreitet sich die hochinfektiöse Taubengrippe wie ein Lauffeuer und rafft schon die ersten Opfer dahin, bevor vorsichtige Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Wenn dann die Taubengrippe tatsächlich erstmal kommt, verändert sich erstmal lange gar nichts. Weil auch wir haben erstmal lange jetzt nichts geändert, als Corona kam. Es ist einfach seit der spanischen Grippe nichts mehr in diesem Maß passiert. Und wenn 100 Jahre was nicht passiert, dann sind wir nicht darauf vorbereitet. Die politisch Verantwortlichen in der Serie werden vom plötzlichen Ausnahmezustand überrumpelt. In der sich rasant entwickelnden Krise hinken ihre Informationen den katastrophalen Geschehnissen hinterher. Das glaube ich auch, dass es auch bei Corona bis zum höchsten Level so ist. Also Frau Merkel steht auch nicht morgens auf und weiß alles, sondern sie kriegt auch viele unterschiedliche Stimmen wahrscheinlich zu hören und versucht dann, da Entscheidungen zu treffen. Da geht es dem Bürgermeister von Slöborn wie unserer Krisenkanzlerin. Er muss aus dem Wirrwarr an Informationen heraus Entscheidungen fällen und gleichzeitig die Menschen von Slöborn beruhigen. Dazu ist es aber absolut nötig, dass die Bevölkerung die Sache ernst nimmt, ohne in Panik zu verfallen und unabsehbare Reaktionen hervorzurufen. Das Schlimmste, das uns jetzt passieren kann, wären unkontrollierbare Fluchtbewegungen einerseits oder fahrlässiger Leichtsinn andererseits. Auch in der Covid-Pandemie hat man versucht, eine Massenpanik zu vermeiden. Die Ausbreitung des Virus wurde zunächst klein geredet. A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape then. In der Fiktion wie in der Realität gelingt die Beschwichtigung zu Lasten der Wahrheit aber nicht. Und was eigentlich eine Massenpanik vermeiden sollte, löst genau das aus. Der Staat hat jegliches Vertrauen verspielt. In der Fiktion eskaliert an diesem Punkt häufig die Situation. Um das Virus trotz aller Versäumnisse noch einzudämmen, muss der Staat mit voller Härte durchgreifen. Doch ist das Narrativ vom aggressiven Staat, der Verstöße gegen Eindämmungsmaßnahmen drakonisch ahndet, wirklich aus der Luft gegriffen? Wenn in der Fiktion der Staat statt für Recht und Ordnung für Terror und Einschüchterung sorgt, bleibt den Bürgerinnen und Bürgern meist nichts anderes übrig, als die Leerstelle selbst zu füllen. Wenn das plötzlich nicht mehr da ist, dann haben die Figuren natürlich das Gefühl, das selbst substituieren zu müssen. Also in irgendeiner Form nun selbst entweder Staat zu spielen, wo sich dann eigenartige soziale Strukturen entwickeln mit Pseudoregierungen, die oft nicht funktional sind, weil Staat eben wegfällt. Die selbsternannten Ordnungskräfte nehmen das Recht in ihre eigenen Hände. Wir, das Volk, muss jetzt zur Tat schreiten. Dieses Pakt muss runter von Slöborn! Und wir werden dafür sorgen! Fehlende Ordnung und Selbstjustiz lassen die seuchenzerrütteten Städte im Chaos versinken. Es herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Es kommt zu Plünderungen und auf den Straßen regiert das Gesetz des Stärkeren. Die Städte werden als erstes natürlich von der Pandemie dahingerafft und das Ländliche scheint vorübergehend eine Fluchtmöglichkeit. Auch in The Walking Dead beispielsweise suchen die Leute ja auch Zuflucht auf der Farm, die dann trotzdem aber von den Zombies überrannt wird. Also jede Oase, die sich als paradiesischer Ort nochmal darstellt, wo man sich zurückziehen kann, ist dann auf lange Dauer natürlich auch nichts wert. Im deutschen Genre-Kultfilm Die Hamburger Krankheit von 1979 fliehen die Hauptfiguren aus dem Seuchen-Hotspot Hamburg. Was folgt, ist ein surrealer Roadtrip.
Eine der Flüchtenden versucht, den brutalen Eindämmungsmaßnahmen der Staatsgewalt zu entgehen, indem sie auf die einsame Berghütte ihres Großvaters flüchtet. Sie entkommt in der selbstgewählten Abgeschiedenheit zwar dem Virus, der Staatsgewalt aber nicht. Sobald der Staat das Vertrauen verspielt hat, verbreiten sich Verschwörungstheorien schneller als das Virus selbst. Na was denn? Was denn? Schimpf mich doch, Verschwörungstheoretiker! Komm, nenn mich Nazi! Erik, mach mal ein bisschen halblang. Obwohl Slöborn vor Corona gedreht wurde, nimmt die Erfolgsserie die Querdenkerbewegung vorweg. Der kreative Kopf hinter Slöborn, Christian Allwart, macht vor allem eine Ursache aus. Das, durch die relativ jungen sozialen Medien und der noch nicht gewachsene Umgang damit, unsere Diskussionskultur massiv leidet. Das heißt, man hört natürlich am ehesten das verstärkt, dem man sowieso zustimmt. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft unfähig zum Konsens geworden sind. Und wenn dann etwas kommt, wo eine Gesellschaft reagieren muss, dieser Konsens nicht mehr funktioniert. Und das hat sich zu 100% bestätigt. Über die staatlich verordneten Corona-Maßnahmen gibt es in der Gesellschaft keinen Konsens. Der Grund scheint für die fiktionalen und realen Querdenkerinnen und Querdenker der gleiche zu sein. Zweifel am offiziellen Pandemie-Narrativ. Noch etwas, das wir von Pandemie-Geschichten hätten lernen können. Quarantäne ist nichts für Zartbeseitete. In Pandemien kommt man dann doch in die Situation, dass man auf sich allein gestellt ist. Entweder weil man in Quarantäne muss oder weil einfach man plötzlich der letzte Mensch auf der Welt ist. So wie Will Smith zum Beispiel in I Am Legend. Und spannend ist, dass diese Filme und die Fernsehserien fast wie so ein Ratgeber sind, wie man sich in so einer Situation gut verhalten kann. In der Zombie-Serie Fear the Walking Dead lebt John Dory abgeschieden in seiner einsamen Hütte am Fluss. Er ist seit Ewigkeiten keiner Menschenseele mehr begegnet. Also keiner Lebenden. In seiner unfreiwilligen Isolation wiederholt er Tag für Tag die gleichen Routinen. So schafft er es, eine Art Normalität zu leben. Auch wenn vor seiner Haustür nichts mehr normal ist. Ich glaube, das ist vielleicht eine Botschaft, die wir im übertragenen Sinne auch für uns selbst, wo wir immer wieder in die Situation kommen, auch jetzt während Corona, auch für einige Wochen von anderen isoliert zu sein, nicht zu vergessen, sich gut um sich selbst zu kümmern, seinen eigenen Tagesrhythmus, so wie man ihn kennt, aufrechtzuerhalten und nicht bis um 12 im Bett zu liegen. Wenn aller Selbstfürsorge zum Trotz das Virus weiter um sich greift, was kann uns da noch retten? Auch hier sind die Pandemiefilme sehr nah an der Realität. Ein wirksames Medikament muss entwickelt oder die Bevölkerung immunisiert werden. Nur so können wir das Virus bekämpfen. Nur so kann der pandemische Ausnahmezustand enden. Pandemieszenarien durchziehen das Genre von Anfang an. Im ersten dystopischen Roman der Geschichte rottet eine todbringende Seuche die Weltbevölkerung aus. Wie fast alle frühen Dystopien im 19. Jahrhundert ist auch Mary Shelleys düsterer Pandemieroman gefloppt. Erst mit der zunehmenden Technisierung des 20. Jahrhunderts gewinnen Dystopien an Beliebtheit. In A Brave New World werden Babys in staatlichen Brut- und Aufzuchtstationen gezüchtet, ideologisch indoktriniert und schließlich in eine perfekt strukturierte Kastengesellschaft eingereiht. Heute wird der Buchtitel zum geflügelten Wort, um auf die Gefahren von Bioengineering und Genmanipulation hinzuweisen. Auch, dass unsere Welt wie in dem Roman durch Social Media zu einer seichten Oberflächenstruktur verkommt, scheint sich zu bewahrheiten. Ähnlich hellseherisch war da George Orwell mit seinem Science-Fiction-Klassiker 1984. Der dystopische Roman spielt in einem totalitären Überwachungsstaat, der systematisch Geschichtsfälschung betreibt. Rund 70 Jahre nach seiner Veröffentlichung schießt der Roman auf Platz 1 der Verkaufscharts. Sein überraschendes Revival verdankt der Klassiker unter anderem der US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway.
gave alternative facts to that. Wer mit solchen Formulierungen die Publikumszahlen der Amtseinführung von Donald Trump verschleiern will, ist gar nicht so weit entfernt von der Orwellschen Geschichtsfälschung. Als Orwell den Roman Mitte der 1940er Jahre schrieb, hatte er jedoch ganz reale Vorlagen für seinen totalitären Überwachungsstaat. Die großen dystopischen Klassiker sind eben nicht nur prophetisch, sie speisen sich auch immer aus ihrer Zeit. Auch Margaret Atwood bewegten reale Beispiele, als sie 1985 Der Report der Markt schrieb. Ja, ich kann mich erinnern, dass sie in einem Interviewer selbst über ihr Buch gesagt hat, dass alles das, was sie dort beschreibt, ja schon passiert ist. Das ist ja kein Zukunftsroman, sondern sie greift ganz viel Unrecht, das schon stattgefunden hat, in ihrem Buch auf und schreibt eigentlich eine Unrechtsgeschichte der Frau im Nachvollzug. Knapp 30 Jahre später kommt Donald Trump in Amerika an die Macht. Er verschärft die Abtreibungsgesetze, schränkt die Definition häuslicher Gewalt ein und wird für seine frauenfeindlichen Bemerkungen berüchtigt. Hey, when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. So macht Trump Margaret Atwoods Roman aktueller denn je. Und Hollywood reagiert prompt. 2017 wird Atwoods Roman als Serie verfilmt. Die Menschheit wird darin von einer kollektiven Unfruchtbarkeit heimgesucht. Die wenigen gebärfähigen Frauen müssen in pervertierten Ritualen den Patriarchen zu Diensten sein. Auch in der Dystopie Paradise City von Zoe Beck ist der weibliche Körper fremdbestimmt. Dank umfassender Überwachung wird in ihrer Erzählung eine totalitäre Gesundheitsdiktatur etabliert. Wohlbefinden steht über Selbstbestimmung. Ich habe jetzt eine Welt, in der Frauen jederzeit abtreiben können, wenn sie das wollen, jederzeit Zugang zur Geburtenkontrolle dann auch haben. Also scheinbar ist die Kontrolle da. Die hört aber auch wieder ab einem bestimmten Punkt dann auf, nämlich wenn das Leben der Frau gefährdet ist oder wenn der Fötus vielleicht nicht ganz gesund werden wird, dann kann es sein, dass der Staat eingreift. Sobald in Endzeit-Szenarien der Fortbestand der Menschheit auf dem Spiel steht, muss der weibliche Körper kontrolliert und manipuliert werden. Frauen werden für die Arterhaltung vergewaltigt, als Sexsklavinnen oder wandelnde Brutkästen gehalten. Am Ende, oder wenn alles kaputt ist, verlieren wir alles das, was uns zu einer Zivilisation macht. Wir verlieren Gleichberechtigung, wir verlieren Mitspracherecht, wir verlieren Repräsentation. Und dann sind wir am Ende quasi wieder in einer Barbarei. Wie schnell sich die Geschlechtergerechtigkeit in einer echten Krise wandeln kann, hat uns eindrücklich die Covid-Pandemie gezeigt. Das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass man sieht, dass die Rechte, die wir uns als Menschen und als Frauen erarbeitet haben, nichts ist, was selbstverständlich ist und was wir als selbstverständlich hinnehmen sollten, sondern Dinge sind, für die wir ein wachsames Auge haben müssen, ständig dafür kämpfen müssen, weil es immer Gruppen gibt, die versuchen werden, sie uns wegzunehmen. Doch die Frauen in der Science Fiction sind nicht nur Opfer. Obwohl das Genre von männlichen Helden nur so wimmelt, kommen immer mehr Titel Heldinnen auf den Markt. Sie sind so divers wie das Genre selbst. Es gibt tatsächlich hier kein durchgehendes Narrativ, dass Frauen immer die Unterdrückten im Science-Fiction-Film sind. Es gibt natürlich auch ganz starke feminine Figuren im Science-Fiction-Film, ne? Kämpferische, kriegerische Figuren, die stark emanzipiert auftreten. Haben die starken Science-Fiction-Heldinnen so lange auf sich warten lassen, weil das Genre so technikaffin ist? Raumschiffe steuern und Roboter bauen war wohl lange nur dem starken Geschlecht vorbehalten. Aber was erzählt uns das Genre eigentlich über unser Verhältnis zur Technik? In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschte in Sachen Technik Aufbruchsstimmung. Sie hat unsere Reisen schneller, unsere Produkte billiger und unsere Leben angenehmer gemacht.
There's a great big beautiful tomorrow waiting at the end of every day. Am Ende jeden Tages erwartet uns ein großartiges, schönes Morgen. Ich glaube, das war General Electrics. Die Zukunft war einfach alles. Es begann mit einfachen Dingen. Waschmaschinen waren besser als zu schrubben. Alles würde besser werden. Unsere Autos besser, sicherer, schneller. Und irgendwie würde der Fortschritt all unsere Probleme lösen. Auch in der Science-Fiction wurde Technik zunächst meist als metallisch glänzender Heilsbringer gezeigt. Dank ihr konnten wir ins All fliegen, fremde Planeten bereisen und sogar unsere eigene Sterblichkeit überwinden. Irgendwann hatte man so dieses utopische Gefühl, durch Technik werden wir alle unsere Probleme lösen, ungeachtet dessen, dass wir durch Technik natürlich ganz viele neue Probleme schaffen. Denn die superschnellen Autos verpesten unsere Luft zum Atmen. Das hocheffiziente Arbeiten am Fließband ruiniert auf Dauer unsere Gesundheit. Und die ach so aufregende Schnelllebigkeit des neuen Zeitalters raubt uns den letzten Nerv. Sobald die technischen Errungenschaften ihre Schattenseiten zeigen, haben die positiven Science-Fiction-Utopien ausgespielt. Utopien leiden eigentlich ähnlich wie Politiker, die über Jahre und Jahrzehnte zu viel versprochen haben, unter massivem Vertrauensverlust. Viel größeres Vertrauen brachten wir den Geschichten entgegen, die uns die Technik als Feind zeigten, den es zu bekämpfen galt. Da gab es dann irgendwann diese Dichotomie, also es gibt die gute Technik und es gibt die böse Technik. Und die böse Technik manifestiert sich in Kinofilmen zum Beispiel als Terminator oder so. Und die kann man bekämpfen und dann bleibt man das menschlich Gute. In Terminator tobt ein erbitterter Krieg zwischen Mensch und Maschine. Die Überlebenden können entweder den Maschinenherrschern als Sklaven dienen oder sich der Resistance anschließen. Um die Mutter des Rebellenführers in der Vergangenheit zu töten und so den Aufstand zu verhindern, schicken die intelligenten Maschinen einen Androiden-Killer-Roboter auf Zeitreise. Der Kampf Mensch versus Maschine dauert im Terminator-Universum 6 Kinofilme und 2 Serien lang. Dieses Narrativ erzählt sich eben nie aus. Es ist nämlich genauso spannend wie alt. Das beginnt ja schon in der Antike. Das setzt sich fort über den Homunculus, über den Golem, über den Frankenstein-Mythos, über genetisch veränderte Lebensformen bis hin zur künstlichen Intelligenz. Das ist die Ursünde der schöpferischen Anmaßung. Es ist, dass wir als die Erschaffenen beginnen, selber zu erschaffen. Und das ist etwas, was uns im konservativen Endzeitszenario natürlich immer auf die Füße fällt, weil da etwas passiert, was nicht sein darf. Heute sind wir Schöpfer und Erschaffene zugleich. Dank Technik optimieren wir uns und haben so unseren Feind von damals verinnerlicht. Ich glaube, der alte Kampf Mensch gegen Maschine ist eine Erzählung des vergangenen Jahrhunderts. Denn tatsächlich sind wir ja selbst längst die Cyborgs. Wir statten uns mit elektronischen Implantaten aus. Wir lassen uns von Algorithmen verwalten. Unsere Smartphones sind im Grunde genommen neue Extremitäten. Also wer kämpft denn dagegen wen, wenn es um Mensch gegen Maschine geht, wenn nicht wir gegen uns selbst? Und insofern sind die Fragen, die sich heute stellen, wenn wir über maschinelle Intelligenz und über Robotik nachdenken, wie weit wir eigentlich schon zur Maschine geworden sind und wie menschlich die Maschinen werden. Die neuen Maschinenwesen der Science-Fiction sind Mischwesen aus Mensch und Technik. In den beiden Romanen von Theresa Hannich, Die Optimierer und Die Unvollkommenen, lässt ein Mensch seinen Geist in einen Roboter verpflanzen. Durch seine technische Hülle wird er unsterblich, allwissend und omnipräsent. Ein perfekter Herrscher. Ich finde das ehrlich gesagt eher so ein bisschen gruselig. Denn am Ende des Tages sind es ja trotzdem Leute, die eine menschliche Erinnerung haben. Die können sich an ihre Kindheit erinnern, die können sich an Liebeskummer erinnern. Und wissen aber, dass sie für immer leben werden und für immer in dieser Perfektion gefangen sind. Und das finde ich immer ganz schön, eigentlich diesen Widerspruch zwischen eigentlich, dass wir als Menschen eben nicht perfekt sind, aber danach streben, aber in dem Augenblick, in dem es perfekt wird, wird es eben so unmenschlich und man will es gar nicht mehr haben. Die Frage, ob wir trotz aller technischer Perfektionierung Mensch bleiben, stellt auch das Videospiel Cyberpunk 2077. Die Spielenden können ihren Avataren neue Körpermodifikationen implantieren lassen. Das sollte wohl. Aber unser Cyborg-Held hat ein Problem. Ein Biochip in seinem Kopf übernimmt nach und nach seine Persönlichkeit.
Am Ende steht er vor der Wahl. Trennt er den Chip von seinem Verstand und stirbt, oder überlässt er der fremden Persönlichkeit seinen Körper? Die neuen Roboter haben es also gar nicht mehr nötig, gegen uns zu kämpfen. Sie gehen eine Symbiose mit uns ein. Und insofern sind diese neuen Erzählungen über Maschinen und Maschinenwelten die von der Frage, was von uns eigentlich als Mensch bleibt und ob wir nicht irgendwann verschwinden werden. Und zwar nicht im Rahmen eines blutigen Gefechts, sondern schlicht und einfach, weil sich hier der nächste Schritt der Evolution vollzieht, in dem Maschinen dann schlicht die sinnvollere und zukunftsträchtigere Spezies sind als wir. Science-Fiction-Erzählungen warnen uns vor einer Ablösung durch die Technik, vor kommenden Pandemien und dem Rückfall in das Patriarchat in Krisenzeiten. Doch sie machen uns auch auf die größte Herausforderung unserer Gegenwart aufmerksam, den menschengemachten Klimawandel. Im letzten Jahrzehnt hat sich ein eigenes Genre formiert, die Climate Fiction. Climate Fiction, was kann die Welt so zum Weltuntergang führen aus der Perspektive klimatischer Veränderungen? Es kann Schnee sein, es kann Eis sein, es kann Überflutung, Hitze. Also man kann sich gar nicht so viel ausdenken, wie es an Möglichkeiten gibt, wie die Welt untergehen könnte. Doch die Thematik ist nicht ganz neu. Als in den 1970er Jahren unser ökologisches Bewusstsein erwacht, bringt Hollywood Science-Fiction-Filme auf den Markt, die sich mit Überbevölkerung und Umweltschutz beschäftigen. In den 1990ern ist der menschengemachte Klimawandel bereits bekannt. Er pusht Klimafilme zwischen postapokalyptischen Wasserwelten und todbringenden Wirbelstürmen in die Kinos. Seit der Jahrtausendwende ist der Klimawandel in aller Munde, und das auch dank eines wahren Climate-Fiction-Klassikers. The Day After Tomorrow hat die größte und am längsten anhaltende Welle an Climate-Fiction-Filmen losgetreten. In dem Film geht es um die globale Erderwärmung, doch von Erwärmung kann keine Rede sein. Der Golfstrom versiegt und bewirkt das komplette Gegenteil. Das Eiszeit-Szenario war für Roland Emmerich nicht nur spektakuläre Kulisse für sein actiongeladenes Kinodrama. The Day After Tomorrow entstand aus einer echten Angst von mir, dass, wenn wir so weitermachen wie bisher, der Welt so was Ähnliches passieren wird. Diese Sorge wollte Roland Emmerich mit dem Film in die breite Öffentlichkeit tragen. 2002, 2003, als ich den Film gemacht habe, war der Klimawandel noch gar nicht so präsent. Das war tatsächlich der erste Film, der sich diesem Thema angenommen hat. Und im Jahr danach kam Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore. Das war ein Dokumentarfilm, aber trotzdem in seiner Aussage sehr ähnlich. Und ich glaube, diese beiden Filme zusammen brachten plötzlich in die Mainstream-Medien diese Fragen: Handeln wir richtig? Kommt der Klimawandel? Und so weiter. Dieser Film hat die Klimadebatte neu entfacht. In der Politik, in den Medien, vor allem aber bei seinem Publikum. Eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung zeigt, Besucherinnen und Besucher haben nach der Vorstellung ein größeres Bewusstsein für die Verwundbarkeit des Weltklimas. Bei der Climate Fiction kann man das ganz deutlich sehen, dass diese Filme schon Auswirkungen auf den politischen Diskurs hatten. Vor allem, wenn sie publikumsstark inszeniert sind. Natürlich haben die Einfluss darauf, wie wir uns die Welt erklären, wie wir mit ihr umgehen, welche Vorstellungen wir uns von Zukunft machen, wie wir über sie nachdenken. Und vor allem, wie wir dann auch in der Gegenwart handeln, um es vielleicht nicht so weit kommen zu lassen, wie Science-Fiction-Filme es dann prophezeien. Den desaströsen Prophezeiungen von The Day After Tomorrow scheinen die jüngsten Extremwetterereignisse leider recht zu geben. Definitiv passiert es. Man sehe sich nur die immer stärkeren Stürme überall an. Die Dürren in Kalifornien, die Waldbrände verursachen. Es gibt eine konstante Verlangsamung des Nordatlantikstroms, die man in England, warum auch immer, als The Day After Tomorrow-Effekt bezeichnet. So seltsam ist diese Namensgebung gar nicht. The Day After Tomorrow basiert auf einem Sachbuch und scheint sich nach und nach zu bewahrheiten. Der Film ist trotzdem keine wissenschaftliche Dokumentation, sondern unterhaltsames Popcorn-Kino. In seinem Kern findet sich vielleicht aber doch ein Funke Klimaforschung.
Natürlich hat dieser Film einen Diskurs initiiert, nämlich zu überlegen, nicht nur, wie wird Klimawandel sich gestalten, sondern dass die Konsequenzen so einschneidend sind. Das ist ja das, was dieser Film stark macht, dass er zeigt, dass es hier nicht nur um Nischenphänomene geht, um bestimmte Regionen, die davon betroffen sind, bestimmte Personengruppen, sondern dass die ganze Welt davon betroffen sein wird. Zum Beispiel, dass plötzlich Flüchtlinge aus den USA, aus Europa, dann in die anderen Regionen, wo es ein bisschen wärmer geblieben ist, flüchten. Auch in Snowpiercer wird von einer Eiswelt erzählt, doch eine Flucht scheint ausweglos. Die letzten Menschen rattern in einer stählernen Arche durch die Eiswüste. Ihr Anblick lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Dad. Oh, Dad. Anders als in dem Emmerich-Streifen haben die Menschen das Erkalten des Erdballs jedoch beabsichtigt. Sie haben ein Kältemittel in die Atmosphäre gesprüht, um die Erderwärmung zu stoppen. Doch der Chemie-Cocktail erschafft die nächste Katastrophe. Die Welt erstarrt zu Eis. Wie realistisch ist das? Es gab in der Geschichte der Erde mal eine Schneeballerde. Das war ein komplett zugefrorener Planet. Heute ist die Befürchtung, dass wenn wir versuchen, durch Geoengineering die Erderwärmung zu dämpfen, indem wir also Sulfate in die Stratosphäre oder Aluminiumoxidpartikel in die Mesosphäre blasen, dass wir, wenn wir das übertreiben, wieder eine Schneeballerde bekommen könnten, dass wir eben dann das Gegenteil erreichen, es wird zu kalt und der Planet friert zu. Es gibt unzählige Konzepte, um den Klimawandel mithilfe von Technik abzumildern. Sie reichen von harmlos klingenden Ideen wie riesigen Turbinen, die das CO2 aus der Luft saugen, bis hin zu gigantomanischen Visionen von Spiegelschwärmen im All, die die Sonnenstrahlen reflektieren. Doch die Folgen solcher massiven Eingriffe in das hochkomplexe Klimasystem sind wie bei Snowpiercer nicht absehbar. Geoengineering haben wir immer wieder in Science-Fiction-Filmen, zum Beispiel bei Geostorm. Das wird immer wieder aufgegriffen, dass natürlich nicht immer das, was die Wissenschaft ausdenkt, dann so problemlos funktioniert, wie man sich das vorher vielleicht auf dem Papier gedacht hat. Aber diese Frage eines ethisch angemessenen Forschens und einer angemessenen Risikovorsorge und Risikofolgenabschätzung, das ist ein zentrales Thema im Science-Fiction-Genre, das man, glaube ich, lieber etwas ernster nehmen sollte, als es nur als reine Fiktion abzutun. Die Menschen in den Geoengineering-Szenarien nehmen die Risiken ihrer Klimaexperimente billigend in Kauf und zerstören so den Planeten. Die Klimaapokalypse ist hausgemacht. Ich glaube, dadurch, dass unsere Gegenwart inzwischen so komplex ist, dass es so schwer ist, sich in ihr zurechtzufinden und viele Menschen das, glaube ich, auch überfordert, verschiedene technische Erneuerungen, schneller gesellschaftlicher Wandel, neue Rollen, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, das drückt sich schon in dem Genre aus, dass dann diese neuen Entwicklungen dann in irgendeiner Form eskalieren und dass wir sie plötzlich nicht mehr beherrscht kriegen, also tatsächlich diese Gefahren aus der Gesellschaft heraus entstehen, während in früheren Science-Fiction-Filmen tatsächlich ist eigentlich diese äußeren Bedrohungen sind, die eine scheinbar funktionale, homogene, in sich geschlossene Gesellschaft von außen davon bedrohen, dass sie einfach zerstört wird und unterwandert wird. Früher erschlugen uns verirrte Meteoriten aus dem All, invasierten uns weit hergereiste Aliens und sprangen Viren ohne unser Zutun auf uns über. Heute haben wir unsere Ausrottung meistens selbst verschuldet. In dem Klimakultfilm Waterworld sind die Polkappen der Erde geschmolzen. Die wenigen Bewohnerinnen und Bewohner des Wasserplaneten dümpeln in selbstgezimmerten Verschlägen über das karge Blau. Waterworld, eine Welt, in der diese Gesellschaft ihren Frieden mit dieser Natur machen muss, die eigentlich vor allem Bedrohung ist, weil der Mensch nicht dafür geschaffen ist, im Wasser zu leben. Abgesehen natürlich von der Hauptfigur, die hat Kiemen und die kommt gut klar mit dieser neuen Natur. Die will dann auch nicht mehr an Land leben. Aber für die Menschen ist natürlich ansonsten eine große Last. In letzter Zeit mussten wir schmerzlich erfahren, was es heißt, in einer Welt zu leben, in der Wasser zur Bedrohung wird. Forschende warnen schon seit Jahrzehnten vor dem Anstieg der Meeresspiegel. Dass wir irgendwann in einer Waterworld leben, scheint nicht so unwahrscheinlich. Wenn alle Eismassen des Planeten abschmelzen sollten, dann würde das zu einem Meeresspiegelanstieg von ungefähr 70 Metern führen. Das wird sich
in Jahrhunderten oder Jahrtausenden vollziehen, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Also wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung zu begrenzen. Insofern ist das Szenario einer überfluteten Erde durchaus von einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ob es dann allerdings dazu kommen würde, dass uns Kiemen wachsen wie Kevin Costner und dass die Piraten dieser Zeit immer noch irgendwo eine Fluppe finden, die sie rauchen können. Naja, vielleicht selbstgedrehte aus Seegras. Die kettenrauchenden Benzinpiraten und Kiemenwesen des Waterworld-Szenarios sind vielleicht weniger zukunftsträchtig als die Art und Weise, wie sie leben. In der UN erörtert man die Möglichkeit von schwimmenden Städten. Als Experte zu dem UN-Gipfel eingeladen, niemand Geringeres als Peter Rader, der Drehbuchautor von Waterworld. Ich schaue mir dieses Atoll hier. Genau das haben wir auch in Waterworld gemacht. Und gesellschaftlich ignorieren wir das Ausmaß der Probleme, mit denen wir konfrontiert werden. Wir brauchen derart verrückte, unkonventionelle Ideen, um dieses Problem zu lösen. Schwimmende Städte ins Meer zu bauen, ist also keine verrückte Science-Fiction-Erfindung. Ganz im Gegenteil. Es könnte die Wohnform der Zukunft werden. Wenn die Meeresspiegel immer mehr steigen und sich die Menschheit weiterhin rasant vermehrt, könnten Konzepte wie diese unsere Rettung sein. Doch was, wenn die Erde nicht unter Wassermassen versinkt, sondern austrocknet? Dieses Szenario spielt hell durch, der Debütfilm des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum. Also das Setting ist, dass natürlich alles ausgetrocknet ist, die keine Blätter mehr an den Bäumen, Wasser ist knapp, das System ist sowieso alles zusammengebrochen und die Sonne ist aus unerklärlichen Gründen heißer geworden und es gab eine Erderwärmung. Auch das Hitzeszenario von Hell nimmt Entwicklungen des menschengemachten Klimawandels vorweg. Dabei war er bei der Veröffentlichung des Films noch gar nicht Dauerthema. Es wurde mir auch schon ein, zwei Mal gesagt in letzter Zeit, hey, mit Hell wart ihr ein bisschen fast schon zu früh. So, weil das war 2011 und da kam das gerade so, aber da gab es noch keine Greta Thunberg, da gab es noch nicht diese Dauerpräsenz von dem Thema in den Medien und so und war auch den Leuten noch nicht so bewusst, sondern da war das etwas, wo man ab und zu in den Zeitungen darüber geschrieben wurde. Und das, dadurch ist er eigentlich eben noch immer aktueller geworden. Gerade die letzten Sommer haben uns gezeigt, wie aktuell die ausgedörrte Endzeitwelt von Hell wirklich ist. Von allen den Cli-Fi-Szenarien ist das vielleicht noch eins der realitätsbezogensten in dem Sinne, dass wenn wir uns die letzten drei Jahre anschauen mit den großen Hitzewellen, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich ist das eins der größten Probleme, mit denen wir zumindest hier in den Breiten zu kämpfen haben werden. Auch wenn sich das Klima immer weiter erwärmt, so hart wie in Hell, wird es uns in unseren Breitengraden wohl nicht treffen. Wir haben natürlich viel recherchiert, wir haben uns auch mit Klimaforschern unterhalten. Und der hat uns dann natürlich schon so ein bisschen, sag ich mal, den Wind aus dem Segel genommen, was unser Szenario, wie realistisch das ist. Weil er meinte, gut, wenn es halt wärmer wird, auf uns wird das nicht so einen Einfluss haben. So. Da hat eigentlich, ich weiß noch, wie er gesagt hat, ja, da haben wir ein paar Tage mehr Biergartenwetter. So. Aber er meinte, was passieren wird, ist Völkerwanderung. Also es wird halt immer mehr Flucht aus Gebieten, die mehr betroffen sind, davon in unsere Regionen geben. Und das wird das große Thema sein. Hat er recht behalten. Die Climate-Fiction-Visionen werden wohl in ihrer radikalen Zerstörungskraft nicht recht behalten. Sie zeigen uns dramatische Extremwetter, die nicht unbedingt realistisch sind. Philipp! In erster Linie will uns das Genre nämlich unterhalten. Und uns nebenbei vor einer Zukunft warnen, die vermutlich viel komplexer sein wird als ihre fiktionalen Vorläufer. Tatsächlich sind die allermeisten Endzeitszenarien unterkomplex, weil sie entweder von einer komplett überfluteten oder einer komplett zugefrorenen Erde ausgehen. Aber ein Planet, der 3, 4 oder 5 Grad wärmer ist als heute,
wird eine Hölle ganz anderer Art sein, nämlich viel komplexer. Es wird Regionen geben, in denen es gigantische Wirbelstürme gibt. Im Norden wird es beständig regnen, es wird kalt und nass sein und schrecklich ungemütlich, während die Mitte der Erde zu einem Glutofen wird, in dem niemand mehr leben kann. Es wird einige wenige Zonen geben, in denen Menschen überleben können, und dort werden natürlich Kämpfe um Ressourcen ausbrechen. Dieser Kampf um die letzten Ressourcen wird auch in den Endzeitfilmen immer wieder durchgespielt und variiert. Und vielleicht steckt darin die eigentliche Warnung des Endzeitgenres. Sobald wir auf den Kampf ums Überleben zurückgeworfen sind, bricht unsere Zivilisation in sich zusammen. Das viel spannendere Narrativ der Endzeitszenarien ist, was eigentlich von unserem Menschsein, von unserer Menschlichkeit bleibt, wenn das dünne Rahmenwerk der Zivilisiertheit in sich zusammengebrochen ist. Bleiben wir dann auch noch zivilisiert? Wie schnell fallen wir wieder zurück ins Archaische, in unser Tiersein? Wie schnell werden wir vom Menschen wieder zum Monster? In der erbarmungslosen Endzeithölle von Hell muss zum Monster werden, wer überleben will. Es gab gewisse Menschen, Achtung, jetzt Spoiler-Alert, die haben halt so Hunger, dass sie sich sagen, und es gibt nichts zu essen, die Tiere, es gibt kein Tier mehr zu schlachten und so, gut, dann schlachten wir andere Menschen. Also das, sobald natürlich es wirklich ums Essentielle geht, dass das, und das System zusammengebrochen ist, dass es einfach heißt, jeder gegen jeden. In einer Welt, in der jeder gegen jeden kämpft, in der wir uns für den letzten Schluck fauligen Wassers, die letzte rostige Konserve zerfleischen, wer ist da eigentlich noch der Gute? Gibt es da noch strahlende Heldinnen und Helden, die die Apokalypse überleben dürfen? Im Endzeitszenario überlebt nicht der Held. Die sind dafür da, dass sie sich zum Wohle der Allgemeinheit opfern, sondern der stinknormale Bürger, du und ich, um wieder ein höchst konservatives Weltbild neu zu installieren, wenn wir denn das Glück haben zu überleben. Eine Familie gründen, ein Haus zu bauen. Das hat nichts Visionäres. Das hat etwas sehr, sehr Ursprüngliches. Eigentlich etwas Kleines. Auch wenn sie keine große Vision verfolgen, die Otto-Normal-Heldinnen und Helden des Endzeitfilms vollbringen Übermenschliches, um ihre Lieben zu retten. Das sind normale Menschen, die einfach mutig und selbstlos handeln, indem sie andere und sich selbst retten. Und manchmal sterben sie sogar beim Versuch, andere zu retten. Das ist die Struktur von diesen Filmen. Und jedes Mal muss die Geschichte ein wenig unterschiedlich erzählt werden. Die sich so Aufopfernden erzählen uns in Variationen eigentlich immer dasselbe. Durch die Apokalypse können wir uns nicht alleine durchschlagen. Wir brauchen andere. Meistens geht es, zumindest in meinen Filmen, um Menschen, die sich verbünden, um Katastrophen abzuwenden. Und ich glaube, Katastrophenfilme zu sehen, hilft den Menschen in realen Katastrophen wie in der Corona-Pandemie zu verstehen, ja, wir müssen uns alle zusammen dafür einsetzen. Sonst kann die Welt nicht heilen. Und das mag vielleicht die wahre Lehre sein, die wir aus den Endzeitfilmen mitnehmen können. Der Apokalypse entkommt keiner allein. Wir können ihr nur zusammen die Stirn bieten. Wir müssen über uns hinauswachsen, müssen mutiger, mitfühlender und selbstloser werden. So können wir gemeinsam unserem Untergang entgehen oder es vielleicht auch gar nicht erst zu unserer Ausrottung kommen lassen.